Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Empyrion mit dem Wertezwerg-Tube. Hallo. Du schwebst hier irgendwie rechts von mir rum, genau. So, ich bin mittlerweile in der Basis angekommen. Ich habe unser Texturierungstool gefunden. Sehr praktisch. Ich nehme jetzt mal den Konstruktor mit, der hier auf dem Kopf steht. Ne? Konstruktor Longus. So, weg ist er. Und ich könnte noch mal reichlich... wir haben noch Stahlplatten 216. Die nehme ich mal mit. Vielleicht nicht alle. Ich lasse mal 50 hier aus irgendwelchen Gründen. Aus nostalgischen. Aber so Adrenalinspritzen und Gegengift und Wundsalbe nehme ich mal alles mit, ne? Wundsalbe brauchen wir auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist solange wie wir in unseren Schifflein sitzen oder im Anzug. Da bist du gelandet. Naturstation. Ja, wieso? Das ist doch unsere einzige Basis. Ja, auf dem Dach habe ich dich jetzt gerade gesehen. Bell, guck mal raus. Ja, das ist sehr hell hier. Achso, das ist die Sonne. Kann ich tun. Nee. Doch, die Sonne ist hinter dir, die ist so hell. Achso, hey, ich bin auch hell. Warte mal, oh, das ist ein schönes Bild eigentlich. Ja. Ach, Zwerge im Abendrot, toll. was ist? Ich nehme nochmal Gemüse mit. Ach so, kann ich bei dir gleich mal was in die Frachtbox packen? Weil ja, so viel Platz habe ich im Inventar gar nicht mehr, stelle ich gerade fest. Lande mal auf dem Dach eben, bitte. Oh, na toll. Ah. Ja, oder schieb einfach nur hier vor und ich versuche. Warte mal, lass mal. Bleib mal so. Ich muss gerade ziehen. Stopp. Muss gar nicht landen. Ich kann dich auch so. Frachtbox, Zugriff. Stein, Stahlplatten, unsere Munition. Ich gebe dir die Geldkarten mal eben wieder. Gib mir die Geldkarten. Werde, du vertraust mir. Ja. Und jetzt hat er gleich die Geldkarte und dann sagt er auf Wiedersehen. So, genau. Habe ich die Geldkarte? Du hast die Geldkarten. 112 Stück. So. Viel Spaß. bring mir was mit. Nein, aber unsere ganzen Beete sind reif unten und das nehme ich jetzt alles mit. Das wäre ja albern, das jetzt hier zurückzulassen. Nee, zurücklassen kommt gar nicht in die Wieso Tür, bist du denn noch im Wachstum? Komisches Ding. Hey, ich bin nur, weil ich klein bin. Nein, doch nicht du. Oh Mann. Gottes Willen, ey. Sensationell. Die Weizen sind auch noch im Wachstum. Wie kann denn das angehen? Ach, du warst ja letzte Folge hier und hast wahrscheinlich gepflückt. Ja, klar. Aber die Tomaten und so sind schon wieder reif hier. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz mich orientieren. Es wäre natürlich noch eine Idee, dass ja. Warte mal, was klopfen die denn da oben so komisch? Es wäre noch eine Idee, dass wir vielleicht doch nochmal nach Tieren gucken und ein paar. Dass wir uns noch ein bisschen Fleisch besorgen, vielleicht. Ist denn mal gut da oben jetzt? Meine Güte. Also irgendwas rumpelt. Ja, erst hat er gehämmert und jetzt scheint er irgendwie stumpf auf irgendetwas rumzutrampeln. Irgendwo. Das ist total nervig gerade. Auch eine Möglichkeit, seine Aggressionen abzubauen. Das klingt auch so. Also als würde jemand einen Teppich ausklopfen irgendwie so. Ganz schwierig. Ich habe unser Schiff gefunden. Manchmal brauchst du da echt ewig. Die Reichweite ist nicht so überragend. Ich versuche gerade Dinos oder so zu finden. Weil diese großen Tierchen, die bringen ja nicht so viel irgendwo. Und außen sind die ja harmlos. Wenn ich jetzt. Hier muss da mal ein Dino rumhängen. Es wird auch langsam dunkel. Warte mal, ich flieg lieber mal woanders auf dem Planeten hin. Ich flieg der Sonne mal entgegen. Das ist vielleicht sinnvoller. Ja, nur auf dem Mond werden wir nicht viel. Oh, ich habe Hunger. Du fühlst dich hungrig. Ich muss sehr schnell was zu essen finden. Warte mal. Aquabären. Habe ich nicht. Kann ich Kürbis? Kürbis kann ich doch so essen, oder nicht? Nee, kann ich nicht. Doch. Nee, kann ich nicht. Ach, warte mal. Sekunde. Y. F. So, mein lieber Will. Ich weiß nicht, ob ich noch Zeit habe, Beeren zu essen, deshalb. Ich muss mal eben. Kürbisse kann ich so nicht essen, aber Tomaten kann ich so essen. So, jetzt kann ich versuchen, eben Beeren zu finden. Nur mit 44 Essen versuchst du das nicht, dann noch Beeren zu finden, weißt du? Ja, ist klar. Das ist klar.
Ah, da ist so, er schon. Was haben wir mit dem Alien-Plasma eigentlich angestellt? Hatten wir da noch irgendwas? Ja, nee. Ich bringe sonst welches mit. Ich habe auch noch welches dabei. Kannst du wichtige Sachen mitmachen. Ich kann dir jetzt aber nicht sagen, was, aber es war wichtig. Weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ja, guckst du im Nahrungsmittelprozessor. Habe ich gerade gemacht, aber da hatten wir auch nichts mehr drin. Aber jetzt schaue ich mal, ob ich, was ich dafür machen oder was ich damit generell machen kann. Aquabären. Stück für die Medkits braucht man die Dinger. Ja. Jetzt ist sie. Ja, für solche Sachen halt. Okay. So, okay. Bären eingesammelt. Jo, die Aquabären, die haben es jetzt echt gebracht. Zwei Sträuche. Mir ist kalt jetzt. Wieso ist mir denn zu kalt? Ich bin auf dem Planeten. Der kann mir doch nicht zu kalt sein. Vielleicht fröstelt es dich ein wenig. Ja, echt jetzt? So laublich. Warum? Was ist denn das da vorne? Ist das jetzt Freund oder Feind da vorne? Ach, das ist die Quest MS Titan. Okay. Ich brauche Dinos. Das Dumme ist, die bauen sich alle so spät auf. Ich kann ja. Ich denke mal, das ist ein Dino und dann ist es ein. Dann ist es doch nur ein Busch, der sich gerade transformiert. Von brauner Fleck zu Busch. Ja, pass auf, dann jagen wir auf Omikron halt einfach mal ein paar Tierchen. Sonst. Ja. Weil die kleinen Unschuldigen möchte ich jetzt hier nicht kaputt schießen. Ich hätte schon ganz gerne. Die sind doch so unschuldig. Ja. Ich hab doch recht. Die armen Dinger. Jawoll. Aber so ein paar Raptoren würde ich jetzt abknallen wollen. Ich sehe gar keine. Wie gesagt, ich fliege auch mit dem Raumschiff. Das ist vielleicht auch nicht die beste Voraussetzung. Wo würde ich mich aufhalten, wenn ich Raptor wäre? Wenn ich Raptor wäre. Was ist denn das da vorne? Waren wir da schon? Achso, das ist TS Aqua wieder. Toll, jetzt habe ich dir gerade die Geldkarten gegeben. Ach. Wir sehen die nie wieder. Ja, ist ja gut, Nachbar. Es ist ja in Ordnung. Ganz ruhig. Ich merke schon, dass der hat immer zum Arzt. Aggressionsprobleme. Ja. Also wenn du hier hinter mir direkt gegen die Tür hauen würdest, könnte es nicht anders sein, muss ich sagen. Das ist aber noch verstörender von der Idee her. Ja. Cool. Schaut aber doof aus. Ist das nur ein Stein oder was ist das? Ja, ist nur ein Stein, aber ein sehr schöner Stein. Ich habe keine Idee, wo hier Raptoren gerade sind. Egal, ich komme jetzt mal zu dir wieder. Okay. Ich bin hier, Bell. Bringt dir nichts. Nee, ich habe die ganzen Kanten an unserem Raumschiff mal beseitigt, vorne und hinten. Du hast, wie gesagt, jetzt die zweite Bodenschicht drunter. Also ich bin guter Dinge, dass wir vielleicht doch mal bald in Warp-Antrieb. Wir könnten ja mal einfach in das Omikron-System jetten und wenn uns das zu gefährlich ist, jetten wir gleich zurück. Wir müssen nur sehen, dass wir genug Sprit dabei haben. Mhm. Helm aufsetzen. Sehr schön. Ich habe eine Warnung bekommen. So, wo muss ich hin? Da ist unser Schiff ja. Sehr schön. Bin ja richtig. Gleich gefunden? Ja, gleich daneben rausgekommen quasi. Ach was. Ich bin ewig wieder rumgegondelt und hab keine Ahnung gehabt. Glück. Rein ja. Ist Glück. Merk schon. Was haben wir denn vorne so einen langen Ausleger? Ach so, okay, das baut sich nur so schrittweise auf. Das Glas war erst durchsichtig. Ist das denn jetzt auch unten? Ja. So, ich guck gerade mal. Ich habe nur gerade geguckt, wie ich fliegen muss.
Ich sehe dich, ich höre dich und sehe dich, glaube ich, auch. Und ich habe noch einen Tipp bekommen, Sie sollten vielleicht überlegen, unsere Hangare auch mit Toren zu verschließen. Wobei, weil es könnte sonst sein, sonst stehen die drin und werden womöglich zerschossen. Aber ach, ja, das habe ich zugestimmt. Aber wir können jetzt nicht alles machen. Also das müssen wir nach und nach machen, denke ich mir mal so, weil sonst kommen wir zu gar nichts, sage ich mal. Ne? So, erstmal Sachen in den Kühlschrank packen. Also ich habe unseren Reaktor jetzt mal verglast, fertig. Weil das wollte ich jetzt mal testen, wie das funktioniert, weil ich habe noch ein bisschen Specials angebracht. Okay, Sekunde, gucke ich mir gleich an. Ich will eben die Energiezellen in die Energiezellenbox mit reinschmeißen und den Konstruktor mal aufstellen. Ja, der ist ja genauso groß wie der andere. Den stellen wir vielleicht doch unten auf oder sowas, ne? What? Ah, sehr schön. Ah. Ach, da hast du ein hohes Fenster genommen hier, ne? Ah. Ja, wobei, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, das überarbeite ich nochmal. Das war auf der anderen Seite nämlich anders. Oh, Junge, ey. Was macht der da? Wenn er Laminat verlegen würde, könnte ich es ja noch verstehen, ey. Das ist unglaublich. Bell, lass dich nicht verunsichern. Na nur, ich komme hier gar nicht weiter. Den Konstruktor kann ich einfach irgendwo hier unten hinstellen, ne? Ja, nee, hast du nicht gesagt, hier wäre es zwei hoch? Hier ist ja nur ein hoch. Ganz unten ist zwei hoch. Was heißt ganz unten? Ach so. Ach, ich bin noch nicht ganz unten. Da kommen zwar eigentlich Pflanzbeete hin, aber ob da jetzt hinten dran noch ein Konstruktor steht oder nicht, weißt du? Ist ja jetzt echt nur zum Dauerarbeiten. Hast du recht. So, ist steht. Warte mal. Sekunde, ich sortiere den mal eben kurz um, den Konstruktor groß, in Add to Group. Konstruktor. Zack. So. Und ich komme jetzt auch zu dir runter. Ich verglas dann eventuell hier unten noch. Weil es nämlich echt doof aussieht. Oder machst die Beete erst. Die wolltest du ja eigentlich gemacht haben. Die Beete mache ich gerade. Also das ist jetzt so der nächste Ansatz. So, wie weit waren wir hier? Bis zur Kante, okay. Wow, irgendwas ist passiert? Bin ich hingeblieben? Nee. Aber ich habe nichts aufgemacht. Nee, habe ich nicht. Okay. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Panik bekommen, aber nee, war alles gut. Sag mal, ey. Was zum Henker macht er da? Also ich höre es auch. Ja, ist ganz leise, aber ich höre es. Nee, ich spüre es. Es hört sich auch so an, als würde man es spüren. Ja. Also ich spüre es wirklich. Unglaublich. Bei der ersten. Nein, so nicht. Kann man das drehen? Jetzt willst du mich doch trollen, Spiel. Spiel, du willst mich doch trollen, oder? Warte mal. Da muss doch ein Trick bei sein, oder? So. Okay, ich verstehe den Satz nicht. Ja, aber da muss es doch auch ein Hoch geben, wenn sie das nicht hinkriegen. Dann muss es doch auch einen Senkrechten geben. Kann doch nicht angehen. Wieso gibt es denn nur ein... Warum gibt es denn nur... Das ist ja blöd gemacht. Ja, warte mal, das ist doof, oder? Nee, das ist gut. Ah, das ist gut. 1A. Das ist ja ganz dämlich gemacht. Ich versuche hier gerade Netix ein Symbol aufzubringen auf dem Boden. Und hier gibt es so eine horizontale Linie. Und die macht er mir aber wirklich, egal wie ich mich drehe, auch wirklich immer horizontal. Ne? Die kann ich nicht um 90 Grad drehen. Und es gibt dann aber keine Vertikale. Okay. Also,
Das ist total nutzlos in dem Augenblick. Das finde ich sehr schade irgendwie gerade. Naja, wie dem auch sei. Wie schaut unser Sauerstoff aus? Ja, geht eigentlich. Hätte ich jetzt schlimmer gedacht. Wir haben auch noch Sauerstoff. Achso, hätte ich unten natürlich auch mal gucken können, ne? Dass ich da mal welchen mitnehme noch. Versteh's nicht. Wir haben schon wieder. Das ist schon wieder ein Leck? Nee, kein Sauerstoff überall. Das ist schon wieder total dämlich. Ich glaube, wir hatten beim letzten Mal noch nicht nachgefüllt, nachdem. Das war jetzt in der letzten Folge, wo du das Leck reingezogen hattest, weißt du? So, ich glaube, seitdem haben wir noch nicht wieder nachgefüllt. Wir haben ja Restsprit hier drin. Oh, nee, da wollte ich nicht hin. Wir haben ja Restsprit hier drin, sauerstoffmäßig. Aber es lassen sich schon wieder die Ventilatoren nicht anschalten. Ach so, das Spielchen wieder. Mhm. Das ist komisch, ne? Oh, unser Sprit ist... Hä? Ach nee, wir haben 1% Power-Auslastung, okay. Das ist für alle, oder wie? Ja. Dieses Brummen von dem Warp-Generator, ne, der macht das, macht dann echt wuschig irgendwie so. Jetzt! Und jetzt ist er auch so gut wie alle. Was? Nee. Der Sauerstoff. Wo geht unser verdammter Sauerstoff hin? Ich kriege aber auch gar keine Anzeige, dass du irgendwas nachfüllst. Es müsste doch eine Warnung kommen, dass irgendwie Sauerstoff... Du hast beim letzten Mal den Sauerstoff abgelassen, dann könntest du erst wieder den Sauerstoff zulassen. Ja, das habe ich jetzt auch wieder gemacht. Bei mir kam keine Meldung. Ja, auch nicht, dass du den Sauerstoff abgelassen hast. Wir haben auch wieder nichts mehr drin. Ja, wenn nichts drin ist, kannst du auch nichts ablassen. Ja, nee, ich habe jetzt wahnsinnig Sauerstoff verbraucht, aber in der Struktur ist nichts drin. Verstehst du? Ja, aber ich habe hier auch keine Meldung bekommen, dass du was abgelassen hast. Das meine ich damit. Achso, ja. Normalerweise kriegt auch jeder hier an Bord einen Warnhinweis, irgendwie einen großen. Ja. Vorsicht, Zwerg-Tube pumpt wieder den Sauerstoff ab, kommt doch so mal als Meldung. Meistens. Bei mir steht das so. Aber ich gucke jetzt gerade mal, ob wir noch irgendwo offene Blöcke haben, wo Sauerstoff rauskommt. Aber wir haben doch alles dicht hier. Ja, außer, dass der Warp-Reaktor jetzt halt Schleusen unten dicht macht. Aber das ist ja auch wieder eigentlich kein Problem. Hier ist auch alles zu, das ist okay. Das ist gut. Hier ist auch alles gut. Ja. Denke ich nicht. Warte mal. Es müsste ja das aus den Tanks komplett in die Struktur geballert werden. Das ist ja, der Grundsatz hier. Ja, eigentlich schon. Wenn du sagst, warte mal, ich kann da gerade nicht rein. Ich wollte mal gucken, was du da anklickst. Weil ich habe die Begriffe nicht im Kopf. Deshalb kann ich dir da auch gerade nur so bedingt helfen. Wenn ich nicht weiß, wie sie heißen, die Knöpfe, die du da drücken musst. Warte mal, was brauchen wir für Sauerstoff? Wir brauchen für Sauerstoff? Sauerstoff. Naja. Genau. Unsere Tanks sind ja leer. Ja, unsere Tanks sind leer, aber da müssten wir ja eigentlich auch noch was haben. Wenn die Tanks leer sind, kannst du natürlich auch keinen Sauerstoff für die... Jetzt verstehe ich dich gerade nicht mehr so richtig. Nee, die Tanks... Ich habe die Tanks ja leer gepumpt, aber es ist nichts in die Struktur reingegangen. Das ist mein Problem gerade. Jo, du lass das mit der Struktur. Also, ich finde das ja nicht so schlimm, wenn man einen Helm... Ich trage doch hier sowieso einen Helm. Wenn ich ins Weltall gehe, muss ich sowieso einen Helm tragen. Also kann ich auch an Bord vom Raumschiff einen Helm tragen. Und dann gehe ich da vorne hin, nuckel da einmal kurz dran und dann habe ich ja Sauerstoff. Ich finde das jetzt auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Ehrlich jetzt nicht. Ich will bloß, dass es geht, weißt du? Ja. Das ist gerade mein Problem. Ich verstehe nicht, warum es nicht funktioniert, obwohl eigentlich alles gut aussieht, weißt du? Ja, ne. Du. Ich weiß nicht. Das ergibt ja auch gar keinen Sinn. Also gar keinen. Null. Nee, das ist vielleicht ein bisschen too much. Auch nicht.
Nee. Ah, warte mal. Nee, das ist mehr Boden, ne? Naja, jetzt krieg ich eine Meldung. Jetzt haben wir Sauerstoff. Wunderbar. Perfekt. Okay, Val, du kannst das Helm, Lord Helmchen abnehmen, das geht wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. So, Sauerstoff ist drin. Oh, schick. Was du da machst. Mensch. Ich weiß nicht, ich kann mich bei den Texturen, ich bin da nicht so der Texturfreund irgendwie so, aber... Also ich habe den Boden eingefärbt. Warte. Hier, warte. Hä? Das ist die Originalfarbe. Ah. Sieht irgendwie heller dann aus und freundlicher, ne? Ja, irgendwie netter, ja. Ja, den ganzen Boden und die Wände hier oben. Also die Decke noch nicht. Die Decke ist noch original. Ich dachte mir, ich versuche hier mal irgendwie Sachen zu machen. Dinge tun? Ja. Oh ey, der geht mir so auf den Zeiger da oben, ey. So. Haben wir jetzt hier unten keinen Sauerstoff? Nö, hier ist auch alles gut, okay. Ja, hier laufen die Dinger auch, okay. Guti, dann in der nächsten Folge, meine Lieben, würde ich dann anfangen, hier unten die ersten Pflänzchen zu säen. Denn das steht ja auch noch an. Damit wir auch ein bisschen was zu beißen dauerhaft herkriegen. Ja, und dann, weiß ich nicht, Val, was hast du vor? Ich würde gerne mit dir noch nach Omikron fliegen. Na, dann warpen wir dahin. Einfach nur mal, um zu gucken, ob wir direkt sterben oder ob wir... Wir können dann aber erstmal ausprobieren, ob sich einer von uns während des Fluges in die Geschütze setzen kann, damit er dann schon mal ein bisschen ballern kann. Ah! So, von der Idee her. Genau. Gefällt mir gut. Gucken wir mal, ne? Okay. Was in der Art halt vielleicht, oder? Ja. Bin ich dabei. Okay. Cool. Also. Bis dann. Tschüss.